Ja, meine lieben Freunde, hier bin ich wieder. Ihr wisst doch, die Arrogante. Diesmal geht es darum, wirklich die Mauke zu bearbeiten. Und ich habe gehört, um die Mauke überhaupt abzukriegen, muss man sie abwaschen. Also werde ich mich drum kümmern. Ja, meine lieben Freunde, heute ist es wieder soweit. Heute ist Sonntag. Ich war jetzt gestern bis heute Morgen bei einem Shirehorse-Treffen in der Nähe von Kiel. Und heute arbeite ich mit meinem. Das heißt, ich habe erfahren, auch schon vorher, dass man mit einer Kernseife an sein Bein waschen muss, damit alles sich aufweicht, was Mauke ist. Und das habe ich heute vor. Also ich habe Zeit, ihr könnt zugucken, ich werde ein bisschen schneiden und dann gucken wir mal. Ne? Meine lieben Freunde, ich mache das eine ganze Zeit mit der Mauke einarbeiten. Ich werde jetzt erstmal wieder Pause machen, weil es dauert doch sehr lange, bis alles schäumt. So, meine lieben Freunde, wie gesagt, ich habe jetzt zweimal einwirken lassen mit der Kernseife. Zweimal lasse ich das einwirken und jetzt versuche ich das mit dem Schaber so ein bisschen abzukratzen. Das ist, als wenn man Läuse hat oder so. Wichtig ist bei dieser Prozedur, das ist ein Kamm, der ist eigentlich so für doppeltes Haar. Ich habe es aufgeweicht und ich ziehe ganz vorsichtig. Das heißt, wenn ich merke, es geht nicht, dann Finger von, sonst verletze die Haut. Für mich ist es ganz wichtig, ich kann vieles nicht abknubbeln, aber wenn ich da rankomme und ich kann das abmachen, dann bitte mach es. Dann hat die Haut weniger mehr zu arbeiten. Dann ist es besser für das Ganze rundherum, dass der Körper und die Haut, die ja voller Bakterien ist, einen Teil schon mal verliert. Das heißt, wir waschen mit Kernseife und danach kommt die Jodseife zum Desinfizieren. Ganz wichtig. Ich halte immer gerne noch die Beine fest, damit ich spüre, wenn er irgendwas vorhat mit dem Bein. Jetzt kommt die Jodseife. Jetzt als Unterstützung mache ich noch Spätasodonna. Das packe ich voll drauf, um den Shampoo-Effekt mit Spätasodonna quasi noch zu verstärken. Auch wieder etwas oben kämpft. Okay. So etwas.
So, meine lieben Freunde, jetzt habe ich das gemacht. Also wie gesagt, ich habe zweimal mit der Kernseife gewaschen, dann nass gemacht, nochmal gewaschen, nass gemacht, nochmal gewaschen. Ja, dann habe ich ihn mit einer Jodseife, also erst alles abgespült und dann habe ich mit der Jodseife gearbeitet, um das zu desinfizieren. Trotzdem habe ich noch Beta-Esadonna draufgesetzt, um das noch zu verstärken, das Ganze. Bin ruhig bis unten gegangen, also wirklich, ich bin bis hier oben gegangen, bis hier, ja. Und das Schöne ist, er fährt mit Katzenschwanz, aber dann kann ich ihn auch noch sauber machen. Das machen viele nicht, ich schon, damit nichts passieren kann. Nein. Und immer, wenn er mir den Schwanz gibt, versuche ich so schnell wie möglich an den zu greifen. Ja, und in der Regel habe ich keine Handschuhe an, bin ich auch ehrlich. Weil ganz ehrlich, also so schwul wie ich bin, habe ich schon einige Schwänze in der Hand gehabt. Das ist nur das Größte, was ich bis jetzt, ne? Und so rappelig irgendwie. Rückenkraulen, das lieben sie. Weil in der Natur, genau da, kommen sie nicht ran. Nur gegenseitig. So, Seite. Geh zur Seite, komm. Seite. Geh mal zur Seite, komm. Komm, komm, komm. So, Seite. Oh, jetzt kommt das, was er hasst. Das Pump wird eingesetzt. Prima, Häuschen. So, meine Lieben, warum habe ich das damit gemacht? Ist ganz einfach, man kann überall ran. Man kommt von unten, von der Seite, man kann ein bisschen Abstand gewinnen, man kann unten ran an der Ferse. Ich kann euch das nur raten, es ist genial, die Erfindung. So, meine Lieben, damit bin ich zu Ende. Ich bringe ihn in seinen Stall, weil er hat ein Leckerli verdient, weil er muss ja auch mal zur Ruhe kommen, gell? Ne? Immer diese Quälerei. Doktor hin, Doktor her, ne? Also, aber muss er sein.